Mudkip levelt nebenbei. I guess. Und Wampel auch. Na, kommst du auf Level 7? Nein, schade. Weilmar. Wobei Weilmar ist okay, ich habe eine Pflanzenattacke. Mach doch nicht diesen. Wie viel Schaden mache ich? Wow. Das ist mehr, als ich erwartet hätte. Okay. Alles gut. Tropius saves the day. Wobei, Moment. Meine selbst gefangenen Pokémon gehorchen doch immer, oder? Jetzt, wo ich drüber nachdenke. So, was gibt's hier? Myrapla. Wo ist mein Kokowai? Stimmt, es waren nur die getauschten Pokémon. Das heißt, mir gehorchen die ganzen starken Pokémon. Was gut ist. Okay, Chat. Gucken wir jetzt einmal nochmal in jedes Haus auf die Hoffnung, vielleicht irgendwo ein Pokémon-Center zu finden. Oder gehen wir zum Rivalen? Wir haben zumindest hier schon mal einen guten Core. Was kann denn der Pokémon noch? Immerhin Acid. Das ist okay. Die ganzen Powders. Kannst du überhaupt irgendwas, um anzugreifen? Nightshade halt nur, ne? Alpha Omega, danke 15 Monate Treue. Super Geld von dir. Ich glaube, es ist ziemlich ausgeglichen mit Häuser und Rivale. Svenja, Häuser gucken oder Rivale kämpfen? Svenja sagt Häuser. Dann schauen wir doch einfach mal, ob wir wieder eine Einbahnstraße. Ich habe die Pokémon-Liga gefunden. Was mir nicht viel bringt, weil das der Eingang der Pokémon-Liga ist. Aber ein Pokémon-Center. Und ich könnte einkaufen. Angela, danke für 6 Monate Treue. Super Geld von dir. Ich habe nur nicht viel Geld, um mir das ganze Zeug zu kaufen. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt doch einmal eben zum Rivalen, weil wir haben eine Methode gefunden, uns zu heilen. Wie meinst du es mit gefünftelt? Vielleicht wäre es ganz gut, wenn ich nicht Mudkip vorne habe. Es wäre gut, wenn sich Myrapla noch einmal entwickeln könnte. Ups. Also 5 Eingänge, ja genau. Kann ich gegen euch einzeln kämpfen? Du hast doch wahrscheinlich sowas wie Zubat. Wobei, da wäre es nicht gut, Schuppert nach vorne zu tun und Myrapla auch nicht. Muss Tropius das machen. So. Versuchen wir uns mal zum Rivalen durchzukämpfen, um zumindest Fliegen zu kriegen. Oder Ninjask. Das ist auch okay. Das kriegt Tropius schon hin. Ninjask ist jetzt nicht gerade für seine beste Defensive bekannt. Nee, Woggel, keine Sorge. Man kann Top 4 Räume jederzeit wieder verlassen. Wobei, dann wiederum, wenn du einfach gewiped wirst, dann landest du wenigstens wieder in einem Pokémon-Center.
Oh nice, der hatte nur das eine Pokémon. Hat Tropius geregelt. So, und du da siehst aus wie ein Flug-Pokémon-Trainer. Ja komm, Sableye. Du bist unser stärkstes Pokémon, du musst jetzt einmal kurz regeln. Wobei, nee, du könntest auch Elektro-Pokémon haben. Ja. Machen wir erstmal Fake-Out. Huch, das war laut. Aua. Ist Fabian auch ein englischer Name? Ich habe keine Ahnung. Ja, das Emote ist jetzt Perfection einfach. Fabian. Nee, da unten müsste jetzt gleich der Rivale kommen. Das heißt, wir gehen uns erst einmal nochmal heilen. Ich wollte gerade fragen, ob ihr eine Katze habt bei dem Geräusch. Das könnte auch eine Katze sein, der man aus Versehen auf den Schwanz getreten ist. Und beim Baby tut's auch. Ihr werdet sicher noch oft genug hören. Du bist direkt wieder ruhig geworden? Hat sie einfach nur irgendwie einen schlechten Traum gehabt. Aber ich denke mal, wir sollten vielleicht schon mit dem ein oder anderen Safe State arbeiten. Moment. Zack. Plot Twist: Yuna ist eigentlich eine Katze. Die Baby-Story war eine Lüge. Best Plot Twist of all time. So, Brandon! Wobei, wenn ich jetzt gleich nach links gehe, müsste da nicht noch Team Aqua Magma stehen? Und er ist einfach an denen vorbeigeradelt? Oh, das macht guten Schaden. Problem ist leider, Finte ist noch ist schon immer noch eine Unlichtattacke. Das ist leider eine spezielle Attacke, deswegen macht die gar nicht so viel Gebrauch von meinem guten Angriff. Pelipper. Wir versuchen es mal mit Schuppert. Du warst doch vorher noch in Wurzelheim. Wie bist du so schnell hergekommen? Ja, aber selber, ne? Der ist doch auch so schnell hierher gerast. Ich könnte es mit Curse versuchen und dann auswechseln. Er darf mir halt nur nicht mehr als die Hälfte meiner KP abziehen. Sonst töte ich mich damit. Let's go. Funktioniert das? Geht Curse durch Protect? Anscheinend, ne? Huh. Jedes Mal was Neues gelernt. Die Frage ist, kann er überhaupt Flugattacken? Oder kann er nur Wasserattacken? Und ich könnte jetzt mit Myrapla einfach einschläfern. Oh, never mind. Das könnte etwas wehtun. Gut, dass Myrapla ein bisschen defensiver ist. Oder? Boah. Aber ansonsten muss jetzt unser Sableye wieder regeln. Ich muss eh jetzt einfach nur Fake-Out machen. Oder er tötet sich einfach selber mit Protect. Das geht auch. Oh mein Gott. Das ist die Taktik gegen die ganzen... hier. Schutzschild-Pokémon. Einfach cursen. Und dann sind die einfach irgendwann selber tot. Perfekt Taktik einfach. Endlich habe ich meine Methode gefunden, die auszuhandeln. So, und Growwile. Wir packen mal Mudkip rein.
einfach nur für die Erfahrungspunkte. Ist übermäßiges Curse nicht gegen die Twitch-TOS? Oh, Level 31 sogar schon. Aber der dürfte doch nicht wirklich viel gegen Tropius haben. Maximal Normalattacken. Oder Leaf? Boah, Leaf Blade ist perfekt. Das macht doch kaum Schaden, oder? Yes. Und jetzt stompen wir ihn. Bei was könntest du an normalen Attacken? Pfund? Pursuit. Nee, das ist Unlicht. Das ist speziell. Das geht. Ui. Nice Crit, though. Boah, der hätte unser Mudkip töten können mit Pursuit. Nice. Mudkip Level 11. Mudkip Level 12. Oh, das war's. So, und damit haben wir Fliegen. Hi. Die erste Arena wird schon ein bisschen lame mit einem Pflanzen-Pokémon, einem Pflanzen-Pokémon und einem Wasser-Pokémon. So, bringen wir erstmal Banana Wings Fliegen bei. Halt, dann nehme ich auch eine starke Flugattacke. Er heißt zwar nicht Banana Wings, aber ich nenne ihn einfach Banana Wings, weil ich finde den Namen super. Props an mich selber, der damals Svenjas Tropius so genannt hat. Einen Rock Smash können wir eigentlich auch noch gut gebrauchen. Das kann aber... Mudkip? Weil du kriegst eh nachher eh genug VMs. Sableye. Statt dem Knockoff, der bringt hier nichts. Okay, wir haben schon mal einen Rivalenkampf irgendwie geschafft. Die versperren wirklich die Brücke noch. Oh, ein Item. Ein Äther. Cool, kann man verkaufen. Wenn wir mal wieder einen Job finden. Okay. Dann haben wir zumindest da schon mal eine Kleinigkeit. Dann können wir jetzt die restlichen Häuser einmal abchecken. Okay, Moment, Moment. Nee. Wir können uns auch das Devonscope gleich holen. Wenn wir eh gerade hier in der Nähe sind. Dann können wir nämlich noch mehr Sachen auch erforschen. Beziehungsweise... Doch, können wir. Ich könnte auch ein Tick überlevelt sein für die erste Arena. Der ist ja nicht mein Problem. Das ist dann, hier. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ihr Problem. Du bist ein Vogel-Pokémon-Trainer. Würde ich am liebsten erstmal umgehen. Bin nicht so scharf auf Vögel. Schaffst du den, Myrapla? Hi, Troy. Wie geht's? Erstmal einschläfern? Oder Paul? Ich schläfer dich erst. Ihhh! Was kann der Psi-Strahl? Natürlich verfehle ich. Ja, dann, zu Beerus to the Rescue. Alle hassen Myrapla. Ja, echt mal. Dann smashen wir dich jetzt einfach. Ich glaube, der kann nichts gegen mich tun, oder?
Ich glaube, der hat nur Normal- und Psycho-Attacken. Hat er einen Schlecker? Hm. So, Bilri ist schon ein starkes Pokémon, so zum Anfang. So. Du hast mich das erste Mal in Dewford gesehen. Ja, weißt du, vielleicht hast du komische Einbildungen. Oder oben ist noch ein Item. Das holen wir uns eben. Wer ist eigentlich mein schnellstes Pokémon? Zubiris! Zubiris ist einfach unser bestes Pokémon. Let's go! Wir können uns auch von dem nicht einmal das Item holen. Aus dem Weg, Kecleon! Ja, ich gehe einfach. Ich gehe, du gehst, jeder geht. Ein Ball? I take it. So. Dann gehen wir jetzt einmal kurz mal die Häuser hier überprüfen in der Stadt, um zu gucken, wo wir so landen. Nachdem wir uns nochmal heilen. So. Ich glaube, hier kamen wir her, ne? Das heißt, das geht wieder zurück? Ja. Mal gucken, wo die Arena hinführt. Die Cave of Origin? Hallo, Vasili. Es geht. Ja. Groudon und Kyogre machen echt Scheiße. Das ist schon blöd, ne? Geh Rayquaza suchen. Klar, kann ich machen. Wo könnte Rayquaza sein? Auf dem Sky Pillar. Ja, das ist es. Wir müssen sofort hin. Ich habe zumindest die Story vorangetrieben. Schön, dass er da unten rumhockt. Heißt, Groudon und Kyogre waren eigentlich in Baumhausen City eingesperrt? Oh! Ich habe das Klimainstitut gefunden. Boah, schaffe ich die? Stimmt, ich kann mich hier drin heilen. Und, Moment! Das ist Team Aqua! Und ich habe ein Myraplow und eine Pflanzenattacken. Probieren wir es trotzdem. Der Rippenhyrapla. Es ist nur ein Kanivania. Was kann das... Wobei, offensiv kann das schon was tun. Yay, yeah, ich habe mal getroffen. Jetzt habe ich mindestens eine Runde Zeit anzugreifen mit Acid. Wie viel Schaden mache ich? Süß. Wobei, jetzt weiß ich zumindest, ich kann einen Kanivania Level 28 two-hitten mit Säure. Und es muss auch nur ein Level hoch, dann entwickelt es sich. Dann sind wir schon mal ein kleines bisschen stärker. Nee, Moment! Ich kann gar nicht so das ganze Ding machen. Ich muss ja die Treppe hoch. Ich lande ja dann wieder ganz woanders. Ich vergaß. Hm. Ja, gut. Zubat ist dann eher so... nicht so cool. Ja, wir können zumindest ein bisschen leveln. Das stimmt. Ja, gut, dass ich nicht in Schuppet gewechselt habe. Das hätte jetzt wehgetan. Treppen, der Nemesis von Jan und all über 80. Oh. Praktisch.
ich durch? Nein. Ich tue mir aber selbst wahrscheinlich mehr weh als er mir. Aber gut, dass ich zumindest direkt wieder durchkam. Pucciana! Ja komm, Pucci schaffst du ja wohl, oder? Ich habe erst einen weißer Panda gelesen. Aber wir können auch einen weißen Panda nehmen. Ah, es geht. Wie gesagt, Myrapply ist zumindest ein bisschen defensiver. Ja, Wumpel fliegt auch als nächstes aus dem Team, sobald wir was Besseres kriegen. Also Wumpel und Schuppet sind so die ersten Anwärter auf aus dem Team fliegen oder geopfert werden. Ich wollte nicht an den PC, ich wollte mich nur gratis heilen. Okay, dann gucken wir mal, wo diese Treppe hinführt. Ins Magma Hideout. Ziemlich am Ende vom Magma Hideout. Wir können mal hier drin was fangen. Vielleicht kommt irgendwas Cooles. Hallo Kurtel! Dich nehme ich liebend gerne mit Kusshand. Richtig gutes Pokémon. Ja, von den Aquas zu den Magmas. Und es hat ein gutes Level. Also ich könnte jetzt da hinten noch ein bisschen weiter. Aber so wirklich schnelle Pokémon kriegen wir auch nicht, ne? Tja, Wumpel. Ab auf die Box mit dir. Was kann denn Kurtel so? Schön defensiv sein. Body Slam. Sehr gut. Die Sache ist, gehen wir jetzt oben da hinten weiter oder gehen wir jetzt hier noch weiter? Ich würde erstmal das Dorf noch weiter erkunden wollen. Also, war ja hier die Stadt. Und gucken, von wo aus ich hier noch alles hinkomme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ausgänge. Holy! Na, lande ich wieder im Pokémon Center? In irgendeinem? Ne, in der Granithöhle. Scheiße. Wo bin ich? Ich habe einen Traumbrief gefunden. Moment. Oh, ein Stolunior! Das nehme ich sehr gerne. Jetzt ist die Frage, wo in der Granithöhle sind Bodenplatten, durch die man durchfallen kann? Das ist doch die Höhle bei Fausthorhafen, oder nicht? Wo fällt man da durch? Wir sind im Aqua-Hideout. Hier komme ich nicht weiter. Beim Allradbereich. Boah, da habe ich gar nichts im Kopf. Ah, ich bin wieder auf dem Pyroberg. Wenn ich die einzeln bekämpfe, sollte das klappen. Ja, wir haben hier drin schon was gefangen. Wobei, du hast doch sicher Geister, ne? Probieren wir es mal aus.